Ja, meine erste Erinnerung an die Eissporthalle Iserlohn war ziemlich früh. Mit 4 Jahren war ich das erste Mal hier drin. Da haben die Roosters gerade trainiert und ich habe dann den Roosters beim Training zugeschaut und ja, mich in den Sport verliebt. Hier? Ja, weil die Tür, die gab es ja erst mit den neuen Wanden. Moin. Moin. Hallo. Hallo. Ja, mit diesem schönen Spot hier in der Eishalle verbinde ich eigentlich ganz viel. Da haben wir immer die Heimspiele verfolgt von den Roosters. Damals stand ich hier immer auf Bierkisten oder Cola-Kisten. Ja, das war eigentlich immer so unser Ding. Da haben wir von der Nachwuchskabine die Kisten mitgenommen und ja, haben uns hier hingestellt. Das ist ja ganz anders. Das ist ganz anders. Hier haben jetzt ihre Bunker, Trikots und alles. Oh, wow. Und jetzt haben sie hier ihre eigene Kabine. Hier hat eigentlich der große Raum angefangen, ne? Da hat der große, aber hier die Türe zum Tor. Ja. Ach, krass. Ach, cool. Wir hatten. Ja. Aber das ist ja mega so. Besser, oder? Ja, das ist echt cool. Ja, wir sind jetzt gerade in der Nachwuchskabine. Das ist jetzt natürlich alles wirklich ganz anders, wie es damals bei mir war. Jetzt ist es ein Trainerraum. Es hat sich wirklich alles verändert, aber ja, das ist noch viele Erinnerungen an früher. Auch mit dem Trikot von mir damals, was ich im Nachwuchs gespielt habe. Und ja, da hatte ich noch eine andere Nummer. Hier war alles ziemlich unbeschwert vor den Spielen und du bist in die Kabine gekommen und hast dich mit den Jungs unterhalten, Späßchen hier, Späßchen da. Im Profibereich hast du die Anspannung noch mit dabei und ja, die Spielvorbereitung, die Routinen, die vorm Spiel. Also hier verbinde ich eigentlich viel Gutes einfach und eine lockere Zeit, wo du einfach ja jeden Tag Spaß hattest. Wie vorhin schon erwähnt, sind wir dann immer zum zweiten Drittel dann hochgekommen auf die Stehplatztribüne. Und ja, da hat sich dann meistens der kleine Kevin versucht, hier ja, durchzuschlängeln und versucht, dabei zu sein und mitzusingen. Manchmal habe ich dann einen dummen Spruch bekommen, also irgendwie so ein, ja, verpiss dich, hier stehe ich, oder mal so ein Ellenbogen. Da war ich natürlich dann noch schüchterner, aber ja, das ist einfach sehr viele Erinnerungen hier und ja, es war einfach eine coole Zeit. Ja, und hier sammelt sich halt nochmal die Mannschaft vor dem Spiel. Du kriegst hier dann wirklich zum ersten Mal die Stimmung mit. Ja, dann werden halt ein paar Red Bull Dosen, also kaputte Red Bull Dosen aufs Eis geworfen oder sowas. Also du wirst schon sehr herzlich empfangen hier als Auswärtsteam. Beide Mannschaften kommen hier durch den Gang. Die Heimmannschaft geht in die Tür, die als Auswärtsmannschaft musst du in die Richtung gehen. Und ja, zum Aufwärmen kommen beide durch den Tunnel. Und das war für mich eigentlich auch immer was Besonderes, weil ja, die Heimmannschaft hier einläuft. Und ja, ich bin unglaublich froh, dass ich jetzt in diese Tür reingehen darf. Ja, mein erstes Spiel oder mein erstes Profispiel in Iserlohn war sehr, wie soll man sagen, sehr turbulent. Schnell durchs Mitteldrittel und Kevin Reich, der Goalie erstmals als Starting-Goalie aufgeboten, hatte Pech. Durch die Hosenträger von Reich. Ja, das war auf jeden Fall nicht so, wie ich es mir davor vorgestellt habe. Du gehst natürlich, oder ich bin natürlich hier reingegangen, komplett motiviert, das erste Mal als Profi in der Halle zu spielen mit den Fans. Und es ist was ganz Besonderes für mich, immer in Iserlohn zu spielen. Und ja, dann ist es ja komplett nach hinten losgegangen. Es lag nicht am jungen Keeper, der eine Iserlohner Vergangenheit hat.
und Reich konnte einem leid tun. An keinem Treffer eigentlich schuld, bekam dennoch die Bude vollgeschossen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Gerade ist es hart, aber ich muss daraus lernen. Video machen, viel Video machen bei 8 Toren. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, ich freue mich einfach auf die Zeit mit Iserlohn jetzt, für Iserlohn spielen zu dürfen und einfach so oft wie möglich mit den Fans nach dem Spiel auf dem Eis zu feiern. Ja, auf die kommende Saison schaue ich eigentlich ziemlich positiv. Ich freue mich unglaublich, endlich anzufangen. Und ja, ich will einfach mit Iserlohn wieder Playoffs spielen. Ich glaube, das hat die Stadt verdient. Das hat die Organisation verdient. Ich will mich einfach im Laufe der Saison durchsetzen und zeigen, dass ich der Rückhalt sein kann. Es bedeutet mir unglaublich viel, wieder in Iserlohn zu sein, zu wohnen. Meine Familie ist auch hier, was es natürlich umso schöner macht. Und ja, es ist einfach was ganz Besonderes für mich, wieder in Iserlohn zu sein.